Hola! Hola Español! Mino Español! Nee, das ist doch nur Hallo rückwärts. So. Arrivederci. Ah. Zu einer neuen falsch. Folge von, wie heißt das überhaupt? Rückwärts? Mini Playback Show. Playback Show, natürlich. Heute haben wir uns gedacht, gucken wir uns nochmal die Morgenroutine eines jeden Einzelnen an, allerdings rückwärts. Nee, wir machen die rückwärts, ihr seht die aber vorwärts. Das macht mein Hirn kaputt, aber. Ja, komplett. Ja, ne, was man morgens so macht, was weiß ich, waschen, Zähne putzen, Haare, gucken, was wir so finden. Und ihr dürft dann sehen, was wir erstellt haben. Und dann müssen wir dann irgendwann noch bewerten, wer da irgendwie das am tollsten gemacht hat. Dann würde ich sagen, fang mal an. Wer fängt denn an? Du fängst an. Ha, du hast schon wieder gesagt. Ach Mann! Ich will nicht immer anfangen. Boah. Wer fängt denn an? Ja, keine Ahnung, wie das hier alles funktionieren wird. Das ist ja so, als wenn ich gerade fertig bin, ne? Moment, ich gehe rein. Jetzt muss ich kurz noch mal eben überlegen. Warte mal, wie funktioniert das? Wenn ich gehe hier hin und gehe dann raus. Ich gehe natürlich fertig gestylt quasi hin. Das heißt, ich kann sogar eigentlich auch in die Richtung gehen. Ne, Moment, wenn das... Ne, dann wird das ja rückwärts. Dann laufe ich ja rückwärts daran. Das macht ja keinen Sinn. Hä? Warte mal, jetzt muss ich gerade selber nochmal. Jetzt habe ich gerade selber eine Überlegung. Warte mal. Ich bin fertig und gehe raus. So muss ich starten. Genau so. Okay. Sol. Das ist kein Ding. So. Nee, das ist falsch rum. Naja. Verdammt, das geht ja auch nicht mehr. Hä? Alter, ich bin so schlecht. Boah, das ist so schlecht. Ich habe ja voll vergessen, so, okay, ich hätte ja noch die Zahnpasta schon drauf machen müssen. Scheiße. Sohl. Sol. Thank you.
Wir schauen uns jetzt zusammen mit Piet und Bram dann unsere finalen Versionen an. Das war ganz schön behindert, muss ich sagen. Das ist nur peinlich. Das Thema war hier Morgenroutine. Ja, mal gucken, ob wir das alles wirklich okay, so kann ich mir gut was drunter vorstellen. Morgens ja. machen. Also morgens im Badezimmer. Ja, ja, so mache ich das auch immer. Als erstes sehen wir Jay morgens im Badezimmer, wie er ja. sich fertig macht. Mega. Das sieht gut aus. Nein. Doch? Erst mal die Hände abtrocknen. Und dann egal. Mit den nassen Händen überall rumsuchen. Was für geile Geräusche er macht. Jetzt müsste einfach nach oben, nach vorne tot umfallen. Und jetzt wird sich. Nach vorne? Ja, er kämpft sich nach vorne! Falsch. Jetzt ist er nicht das. Und dann ist er wieder. Schönes Zeug. Was? Ah, der Haare. Ich bin geschlafen. Das ist ja die. Ich muss. Hat er gerade sein Mikro angesprüht? Ja, scheint so. Ich glaube, es ist krass, wie laut das wird. Gesundheit. Alter, warum verändert sich die Farbe so krass? Das Licht hat sich geändert. Weißabgleich, lol. Ja, der Weißabgleich. Das war richtig schlecht. Das war gut. Ich fand das echt geil. Nee, ich fand das mega schlecht. Ich fand das mega gut. Also, das mit dem Parfüm war also ein bisschen das Highlight, fand ich. Das Einzige, was wirklich nicht gut war, war das mit dem Händewaschen und Trocknen. Ansonsten war doch alles ziemlich genial eigentlich. Okay, das Cam funktioniert scheinbar rückwärts nicht so gut. Ja. Ich weiß, also ich. Na, man hätte andersrum, man muss ja. Aber selbst dann funktioniert es ja nicht. Du siehst ja immer vorher ungekämmt aus und danach gekämmt. Dann, das, ich glaube, das kannst du nicht rückwärts machen. Du müsstest quasi. Du müsstest gekämmt sein und müsstest dann in dem Video dich entkämmen. Genau. Gucken wir mal, ob das klappt, Peter. Gucken wir mal, ob das bei anderen noch klappt. Ach so, okay. Vielleicht können das andere besser als Jay. Wir schauen uns als nächstes mal Christian an, was bei ihm da so passiert ist. Vielleicht hat Christian sich ja auch gekämmt. Leider die. Schön. Oh, das klingt gut. Dieser Magnet da dran, ey. Wieso hab ich denn das Wasser angemacht? Erstmal das Wasser anlassen. Ja. Ja! Stark. Ganz so nice. Das sah ja aber ultra cool aus. Guck mal, wie schön er sich die Haare macht. Oh! Oh.
Das Anziehen war saustark. Das müssen wir auch nochmal sehen. Das Anziehen müssen wir nochmal sehen. Warte mal. So eine Kleidung bräuchte man, die einfach sich überfliegt. Das ist doch super. Pass auf. What? Ja. Mega. Ganz entspannt super von rechts. Nice, einfach ey. So, Kleidung, komm her. Ist sie da. Nice. War gut. Mach ich das hier? Ja, ist schon cool. Das war gut. Mir gefallen. Okay. Als letztes. Zeig ich noch meine Skills hier. Wie lang ist denn bitte dein Video? Es geht 3 Minuten. Richtig. What the fuck? Guck mal, dusch den Boxershorts. Das ist nicht schlecht. Ey. Wie geil ihr alle seid, euren Körper zu präsentieren, den kleinen Nutten. Ja. Ja, das war spontan. Der hat schon mit einer Badehose rumgetanzt. Oh. Ja, guck mal! Das ist doch so, was geht. Das ist bestimmt nur bei Sepp im Badezimmer so. Oh. Diese ganz natürliche Körperhaltung beim Zahnputzen. Dieser mega durchgestreckte Arm vorne macht mich fertig, ey. Hast du dir jetzt echt 3 Minuten lang die Zähne geputzt, bis er vor... Ah, nee, doch nicht. Nee. Na so. Ja, das ist gut gemacht. Wir sind alle Wasserverschwender, möchte ich mal kurz sagen. Was denn? Wie das Wasser wieder hochgeht, ey. Als ritzt er. Nö. Not bad. Pass auf, jetzt kommt's. Alter, ins Auge, Junge! Ins Auge! Ah, ja, wieder ins Auge! Wie geil ist wieder die Bewegung, Sepp, Alter? Man wird voller Wucht ins Auge und dann klingt. Wie behindert das ist! Wie skeptisch du auch alle die Sachen anguckst. Ja, ich glaube eher, dass er so mega hart konzentriert ist, was tue ich so jetzt, weißt du? Und er guckt dann alle Sachen, wie ich sage, als würde ich ihn gleich umbringen. Aber das hat wenigstens geklappt mit dem Cam. Ja, das stimmt. Also die Brille. Ja. Die ist auch magnetisch. Die habe ich erst nicht abgekriegt. Oh Mann, ey. Alter, dein Blick ist halt einfach creepy. Los! Oh! Da war so. Oh Mann, ey, das war lustig. Oh, herrlich, das war wirklich so lustig. Oh, wie behindert. Oh, Gott, die waren aber alle drei super witzig, muss ich sagen. Die waren gut, ja. Ja, so sieht das bei uns morgens aus. Mhm. Wie sieht das bei euch so aus? Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen und wir nehmen auch gerne Vorschläge für weitere mögliche Situationen an. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.